Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Online-Konferenz Quantensprungbrett. Mein Name ist Astrid Witt und mein Gast heute ist der Kommunikationstrainer Moritz Küfner. Worum geht es heute? Meinungsverschiedenheiten sind Bestandteil unseres Lebens. Ob sie in einem erbitterten Streit mit vermeintlichen Siegern und Verlierern enden oder zu einer neuen Ebene der Kooperation führen, liegt weitgehend in unserer Hand und beeinflusst nachhaltig unser Wohlbefinden. Dabei ist es völlig unerheblich, ob es sich um Konflikte in der Partnerschaft mit unseren Kindern oder den Mitarbeitern im Büro handelt. Die Muster sind immer die gleichen. Herzlich willkommen, Moritz Küfner. Dankeschön, Astrid. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Wie ein Schnitzel, sagt man in Bayern ab und zu. Und das war gerade schon super. Du hattest ja gerade so einen Knoten in der Zunge und dann dachte ich mir in dem Moment, das passt perfekt, weil diese Konflikte machen uns diese Knoten und dann brauchen wir kurz, um diesen Knoten wieder lösen zu können. Tja, es ist immer dumm, wenn das in der Einleitung passiert, aber auch damit habe ich gelernt zu leben und ich glaube, meine Zuschauer können das inzwischen auch ertragen. Es zeigt, dass wir Menschen sind, Astrid, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man damit viel Wohlwollen mit sich selber umgeht. Du kommst ja eigentlich mehr aus der Geschäftswelt und deine Klienten sind auch zum Teil in der Geschäftswelt verhaftet. Gibt es auch da Anzeichen des Wandels, die du spürst mit dem, was du erlebst in deinen Seminaren, in deinen Vorträgen, was man so nicht hätte erwarten können? Ja, also beides, sowohl als auch. Es gibt Unternehmen, wo ich das Gefühl habe, die klammern sich noch so an das alte Denken, so an die alte Welt, an die alte Businesswelt. Ich habe kürzlich erst wieder eine Anfrage bekommen von einer juristischen Abteilung, die gesagt haben, bitte kein Seminar mit einer Win-Win-Lösung, sondern wir wollen etwas, wo wir uns wirklich im juristischen Verhandlungswettstreit dann durchsetzen können. Na, so. Oh. Und da war mir klar, okay, das ist so, da bin ich dann einfach nicht der Richtige dafür. Und das ist für mich noch das alte Denken, wo ich einfach, oder wo in dem Fall die Kollegen da aus dieser Haltung rauskommen, so Hauptsache wir gewinnen und wenn der andere auf der Strecke bleibt, ist egal, weil wir haben ja dann unseren Vorteil. Und dieses Denken ist aus meiner Sicht völlig überholt. Und es gibt ganz viele Firmen, ganz tolle Firmen, es werden immer mehr, die das für sich längst verstanden haben, die vielleicht noch nicht verstanden haben, wie kommen wir dahin. Da werden wir noch ein bisschen drüber reden, wo da die Herausforderungen liegen. Aber das ist das, warum mir das Herz zurzeit extrem aufgeht. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe vor kurzem für SAP, ist ja eine der größten deutschen Firmen, die wir haben, also internationale Firma, aber auf dem Aktienindex die wertvollste, die wir in Deutschland haben. Und die haben mich aufmerksam gemacht auf ein Konzept, was ich selber auch noch nicht kannte. Holacracy heißt es. Und es ist zum Niederknien, wie ich dann sehe, wie dieses Konzept voll auf kooperative Kommunikation einzahlt. Und das, was der Autor empfiehlt, funktioniert eben nur, wenn ich in der Lage bin, mit meinen Chefs, mit meinen Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, Zulieferern kooperativ interagieren zu können. Ja. Jetzt klingt das so, als ob du ausschließlich in der Geschäftswelt unterwegs bist. SAP ist ja ein richtig großer Name, aber kooperative Kommunikation ist ja etwas, was im Alltag ständig gebraucht wird. Nicht stattfindet unbedingt, aber gebraucht wird. Denn ich meine, jeder Partnerkonflikt, jeder Streit mit Kindern, jeder Nachbarschaftsstreit. Genau so ist es, ja. Beruht ja alles auf einer Form von Kommunikation, die eben noch nicht kooperativ ist. Ja, genau so. Vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus, weil das mit den Firmen hat sich ja erst ergeben dann im Laufe der Zeit. Ich selber habe als Jugendlicher schon festgestellt, es gibt so viele Möglichkeiten und es kann so viel Tolles passieren. Und gleichzeitig haben mir die Erwachsenen immer erzählt, was alles nicht geht. Und dann nicht nur die Erwachsenen, sondern auch sogar Gleichaltrige, die gesagt haben, Mensch Moritz, das kannst du vergessen, das wird nie funktionieren. Und komischerweise hat es dann immer irgendwie funktioniert und zwar meistens mit großem Erfolg. Und so bin ich irgendwie neugierig geworden und angespitzt worden und habe dann mal angefangen, mit meiner Neugier zu fokussieren und sagen, was passiert hier eigentlich? So, warum sagen so viele, das geht nicht? Und ich habe immer das intuitive Gefühl, doch, das kriegen wir irgendwie hin.
Und vielleicht eine, vielleicht jetzt auch aus meiner Studienzeit, also ich musste ja mein Studium selber finanzieren, dann auch irgendwie diese 17 Semester, wo ich 17 Semester lang angesaugt habe, 7 verschiedene Fachrichtungen, weil ich damals noch dachte, an der Universität finde ich dieses Wissen, was zu einer hohen Lebensqualität führt. Und dann gab es eine Situation bei einer Fernsehshow, einem sogenannten Piloten. Also wenn eine Fernsehsendung neu ausprobiert wird, spricht man von einem Pilot. Kennen vielleicht einige, Alfons Schubeck, der Sternekoch, hatte beim Bayerischen Rundfunk also diesen Piloten. Und das Tolle an der Sendung war, dass die ungefähr 150, 200 Zuschauer, die im Studio saßen, die haben das Essen bekommen, was Alfons Schubeck gekocht hat. Jetzt muss man dazu wissen, in einem Fernsehstudio ist eins nicht erlaubt, und zwar Flüssigkeiten. Warum? Das Publikum sitzt auf der Tribüne, unten drunter ist alles voller Starkstromkabel. Das ganze Licht in so einem Fernsehstudio, der Ton, unheimlich viel Strom. Deshalb bloß keine Flüssigkeiten, weil Albtraum, ne, für jeden Studioleiter. So, und jetzt konnte ich beobachten, so nach 2 Stunden, bei so einem Piloten geht auch viel schief, dann wird wieder abgebrochen, also es war keine Live-Sendung, sondern eine Aufzeichnung. Jetzt konnte ich beobachten, wie das Studiopublikum, die immer wieder zwischendrin probieren durften, wie die so nach 2 Stunden, die waren ja auch schon 1,5 Stunden vorher da, also nach 3 Stunden ohne was zu trinken, wie die langsam in sich zusammengefallen sind. So, und jetzt ist was ganz Spannendes passiert, nämlich, dass ich dann zum Aufnahmeleiter gesagt habe, du, wir müssen was machen, die brauchen was zu trinken. Und der gesagt hat, ja, ich weiß, aber das geht nicht, du weißt ja, der Studioleiter, also Studioleiter ist sowas wie der Kapitän auf einem Schiff, ne, der hat die Verantwortung fürs Studio, das hat seit 30 Jahren hier nicht gegeben in dem Studio, ne, keine Flüssigkeiten. Und mir war klar, wir brauchen noch mindestens 1 Stunde und es läuft jetzt hier ganz, ganz übel an die Wand, wenn wir so weitermachen, weil der Regisseur, der will ja strahlende Gesichter zeigen. So. Und dann bin ich in die Regie hoch und dann habe ich zum Regisseur gesagt, du, ich habe Probleme, das Publikum irgendwie, die haben alle keinen Spaß mehr, weil die verdursten uns. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, ich sehe es schon, ich kann meine Kameraleute schon gar nicht mehr ins Publikum leuchten lassen. So nennt man das, wenn man das Publikum zeigt. Aber wir können nichts machen, weil, du weißt ja auch, Studioleiter, keine Getränke. Jetzt muss man wissen, jetzt könnte man logisch sagen, ja, dann macht halt einfach eine Pause. Ja, dann lasst ihr die trinken. Nur haben die meisten beim Fernsehen Angst, wenn ich einmal eine Pause mache, was passiert? Das Publikum haut uns ab. Ja? Weil die vielleicht sagen, jetzt sind wir hier schon seit 2, 3 Stunden, so, jetzt langt es dann auch. Und dann kannst du die Sendung in die Tonne kloppen. Und dann sind einige 100.000 Euro oder vielleicht sogar 1, 2 Millionen weg. Das will keiner riskieren. Jetzt hatten wir diese extrem konfrontative Situation, die nicht gelöst wurde. Weil es haben alle verloren. Ja, der Regisseur war nicht happy, das Publikum war nicht happy, Alfons Schubeck war nicht happy und alle dachten aber, wir kriegen es nicht gelöst. So, dann habe ich mit meinen kooperativen Denkmustern, bin ich da mal rangegangen und habe gesagt, okay, was können wir jetzt hier drehen? Und eine halbe Stunde später hatten alle was zu trinken und alle waren happy und wir konnten weitermachen. So, und jetzt muss man wissen, dass mit den alten Denkmustern wäre es nicht zu lösen gewesen, weil da war es auswegslos. So, und jetzt habe ich ganz tief sozusagen gegraben und das ist genau das, was ich eben versuche weiterzugeben. Es gibt genügend Möglichkeiten, wir müssen nur von der anderen Seite rangehen an die alten Themen und müssen sozusagen unseren ganzen Denkraum aufmachen und auch den Mut haben, über liebgewordene alte Denkmuster hinauszutreten und dann gibt es einen Raum, der aufgeht und da warten und lauern ganz viele Möglichkeiten. Albert Schweitzer hat mal, mach mal Albert Einstein zuerst. Weil ich will ja, erstmal brauche ich die Auflösung. Ich will wissen, wie hast du es geschafft, dass nach einer halben Stunde alle was zu trinken haben und happy waren? Okay, also ich habe die 2 Star-Dirigenten. Wir reden in der Co-Com von den 2 Star-Dirigenten. Da kann jetzt jeder mal für sich kurz mal überlegen. Jeder hat ja eine wahnsinnige Kommunikationserfahrung. Was sind die 2 stärksten Wirkfaktoren im menschlichen Miteinander? Was wirkt am stärksten, wenn Menschen miteinander zu tun haben? So. Und da hat die Co-Com eine ganz klare Antwort. Und da habe ich mir den ersten gepackt und habe gesagt, da muss ich ansetzen. So, das Spannende ist, ich mache es gleich mal an den 2 Star-Dirigenten. Warum heißen die so? Weil der Dirigent ist ja einer, der in erster Linie im Orchestergraben ist, den man gar nicht so sieht. Aber der entscheidet, welche Musik in meinem Leben gespielt wird. Und das ist das, was wir oft nicht checken in Alltagssituationen. Wir kommen in Stress oder es läuft nicht so und wir sind voll gefangen von dem, was wir momentan an der Oberfläche sehen. Aber dass da im Hintergrund der Dirigent die Fäden zieht, das kriegen wir nicht mit. Und dann fangen wir an Symptomen anzusetzen
Und da klappt es manchmal, das kann schon hinhauen, aber oft eben nicht. So, konkret auf die Situation, die beiden Star-Dirigenten, die stärksten Wirkfaktoren im menschlichen Miteinander sind einmal der Nutzen und einmal die Angst. So, jetzt ist das Spannende, dass hier ganz viele dann schon sagen, naja, das hätte ich mir ja auch denken können. Ja, so, das habe ich mal gehört. Und ja, das ist auch jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig neu. Gleichzeitig kann es vorher niemand benennen. Und das Entscheidende ist jetzt, was hat denn das für Implikationen? Also sprich, welche Auswirkungen hat denn das jetzt? Und jetzt muss man erst mal hingucken und sagen, wie äußert sich denn Angst im Alltag? Weil die Angst ist oft nicht sichtbar im Alltag. Arroganz, ganz viele Menschen denken, dass arrogantes Verhalten aus einer Überheblichkeit kommt. Nein! Der Hintergrund hinter Arroganz ist Angst. So, und die Überheblichkeit ist dann meine Strategie, um mich zu schützen. Ich hebe mich über den anderen und damit wird meine Angst besänftigt. Ich habe nicht mehr die Angst, kleiner oder unsicherer zu sein als der andere. Und dieses Zusammenhangsverständnis, das ist das, was die COCOM in ganz vielen Bereichen anbietet. Weil wenn ich das einmal verstanden habe, dann werde ich einem arroganten Menschen nicht mehr mit Aggression begegnen, sondern mit einem wohlwollenden Verständnis und werde ihn im Idealfall, wenn ich schon einen gewissen Reifungsgrad habe, auf Augenhöhe abholen. Und dann kann der auch loslassen und locker werden. Und das kennen wir doch alle von uns selber. Du kennst es auch, man kommt auf eine Party, ja, alles peak fein, jeder ist so verspannt. So. Keine falschen Bewegungen, Äußerungen oder wie auch immer machen. So, und jetzt brauchen wir normalerweise in der Regel den Alkohol dazu, ja, damit wir eben diese Leichtigkeit, damit wir diese Angst loswerden oder zumindest dämpfen. Und das kann man auch machen, das ist auch völlig okay. Das nütze ich auch ab und zu. Meine Empfehlung ist nur, eben nicht nur auf Alkohol angewiesen zu sein, sondern diese innere Entwicklung mit dazu zu nehmen. Jetzt mache ich mal wieder die Kurve zurück zur Fernsehsendung. Mir war klar, der Hauptansatzpunkt ist die Angst des Studioleiters, dass hier uns ein Kurzschluss mit dieser Starkstromtechnik hier alles kaputt haut. Und wenn ich ihm diese Angst nehmen kann, dann habe ich einen der beiden Star-Dirigenten im Griff. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, es gibt keine Garantie bei der COCOM, das ist ganz wichtig. Das ist, wenn einer von Haus aus die Garantie haben will, dann sage ich immer, Vorsicht, so funktioniert das Leben nicht. So. Und diese Angst habe ich ihm genommen. Im persönlichen Gespräch, ich habe mich 2-3 Minuten mit ihm unterhalten, während die Sendung lief und habe ihn da abgeholt, wo er war. Und habe ihn auf dieses sichere Terrain geführt, wo ich ihm ein Angebot gemacht habe, dass genau diese Angst minimiert wurde. Und dann hat er gesagt, also Moritz, und du glaubst wirklich, das funktioniert? Ja, er war noch skeptisch. Und dann hat er gespürt, dass ich selber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, ich selber war in einer ganz großen Klarheit, weil ich wusste, dass es geht. Und ich wusste auch, was ich machen muss, um es hinzukriegen. Und das hat er gespürt. Und jetzt sind wir bei einem der vier Hauptkomponenten der COCOM. COCOM ist die Abkürzung für kooperative Kommunikation. Das Resonanzprinzip. Das heißt, kennen ganz viele, wenn man eine Stimmgabel in einem Raum anschlägt und hat eine zweite Stimmgabel in diesem Raum, was passiert? Die zweite Stimmgabel schwingt mit der gleichen Frequenz. Und meine Schwingung dieser Klarheit und dieses Vertrauens, was ich in dem Moment hatte, das war nicht aufgesetzt, sondern ich wusste, ich kriege das hin. Das hat er gespürt. Und dann hat er mir die Chance gegeben. Und die Chance habe ich genutzt und dann hatten wir die Win-Win-Situation. Durften die dann auf ihren Sitzen trinken oder mussten die an irgendeine Stelle, wo sie... Ich löse es auf. Ich habe zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, habe gesagt, du, pass auf, wir haben doch hier Flaschen mit Schraubverschluss. Was wäre, wenn wir es schaffen, dass jeder einzelne Tropfen entweder in der Flasche bleibt oder in ein Glas geht und von diesem Glas direkt in den Mund eines unserer Publikumsgäste? Und damit ist sichergestellt, dass kein einziger Tropfen da landet, wo er nicht hin soll. So. Sondern was passiert ist, wir machen Verantwortliche pro Reihe. Jeder Verantwortliche kriegt genau eine Flasche. Dieser einen Flasche darf er vorsichtig einschenken. Nur so viel, wie derjenige trinken kann, der da sitzt. So. Und vorher gibt es nicht mehr. Und der kriegt auch nur diese eine Flasche. Und wenn die leer ist, geht er nach unten und holt sich eine neue. Und es hat perfekt funktioniert. Also erstmal dieses Vertrauen, was wir in diese Verantwortlichen pro Reihe hatten, in die Mundschenke, wenn du so willst. Ja, das war ganz wichtig, dass ich die Leute in die Selbstverantwortung geholt habe.
und bombastisch. Also es hat wie am Schnürchen funktioniert und alle waren happy. Haben denn sind die Zuschauer auch aufgeklärt worden? Inwiefern aufgeklärt? Ne, dass man ihnen sagt, bitte, wenn sie trinken, achten sie darauf, ja, dass nichts verschüttet wird. Denn ich meine, allein diese Grundstimmung, wenn jeder weiß, wo das Risiko ist und da kein Chaot dazwischen sitzt, der absichtlich das alles torpedieren will. Und das ist ja nicht zu erwarten, wenn jemand da schon 3 Stunden gesessen hat und gut bedient, bewirtet worden ist. Dann kenne ich mit Kindern dieselbe Situation. Gib ihnen einen Teil der Verantwortung und sie sind so wahnsinnig stolz, dass sie sich noch sklavischer an die Regeln halten, als man es jemals vermuten könnte, nicht? Genau. Und das war das A und O an dieser Sache und ein großes Aha-Erlebnis für viele andere, weil ja oft beim Fernsehen eine große Arroganz auch gegenüber Publikum und Zuschauern und so, ne? Weil wir beim Fernsehen, wir sind hier so wichtig und wir machen hier 1 Millionen Publikum und die paar Hanseln da. Und das war mein Aufgabenbereich, bin von Anfang an mit Augenhöhe mit dem Publikum in Aktion gegangen, in Interaktion. Ich habe meine Ängste aufs Tablett, ich habe gesagt, sieh, es ist Folgendes hier im Studio, folgende Schwierigkeiten, wenn Sie sich mal umschauen. Also ich habe die voll mit ins Bild geholt, jeder wusste Bescheid. Und meine Erfahrung ist, wenn es dann nicht noch weitere, jetzt sind wir wieder bei den 2 Star-Dirigenten, jetzt kann es sein, dass es entweder keinen Nutzen für die Zuhörer gibt, dass die sagen, das ist mir doch wurscht, das bringt mir ja nichts. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitmachen, sehr gering. Und oder wenn eben gewisse Ängste dazwischen stehen. Ja? Solange beides nicht der Fall ist, also wenn ein Grundnutzen da ist und wenn keine Ängste dazwischen stehen, dann funktioniert es in 100% der Fällen. Wenn es nicht funktioniert, hat man entweder mangelnden Nutzen übersehen oder man hat Ängste noch nicht bedacht. Das ist meine Erfahrung und dann wird das Leben so einfach. Und das Einzige, was uns fehlt, ist die Übung damit und das im Alltagsleben zu verstehen. Weil nochmal, diese Ängste die werden ja nicht gezeigt. Wir alle haben ja von klein auf trainiert, unsere Ängste zu verbergen. Plus, oft ist der Nutzen des anderen nicht der Nutzen, den ich denke. Ja, also oft werden mit den besten Absichten die schlimmsten Situationen hervorgerufen. Weil ich denke, ich tue dem anderen was Gutes. Der hat aber eine ganz andere Erwartung. Und dann geraten wir so aneinander, ja, jemand, der sagt, und ich habe mir hier den Arsch für euch aufgerissen und jetzt kriege ich überhaupt kein Dankeschön. Und die anderen denken sich, ja klar, hast du dich bemüht, aber das war überhaupt nicht das, was wir gebraucht haben. So, und schon ist da das Kind in den Brunnen gefallen, was gar nicht sein müsste, wenn man vorher verstanden hätte, wie die Zusammenhänge laufen können. Wow. So, und du warst ein junger Student und hast dich schon im Studium gewundert und aufgeregt. Unfassbar. Und ich habe vor allem immer, also ich bleibe jetzt mal an der Uni, ich habe ja an einer Elite-Universität, ja, so hieß die damals, die Ludwig-Maximilians-Universität, Kommunikationswissenschaft unter anderem, also da habe ich auch abgeschlossen. Und da habe ich festgestellt, dass 70% der Inhalte, die ich als Student kriege und die ich auch lerne, die kriege ich nicht von Dozenten und Professoren, sondern von meinen Mitstudierenden, die selber Themen erarbeiten und in Form eines Referates, eines Vortrags, dann ihr Wissen zum Besten geben, damit ich es aufnehmen kann. So, also ein wesentlicher Bestandteil meiner Studien- oder Studiumsqualität hing von diesen Referaten ab. Jetzt waren diese Referate grottenschlecht großteils. Und ich muss mich an der eigenen Nase packen, weil meine waren immer wahnsinnig unterhaltsam. Aber wenn ich 20 Minuten hatte, war ich nach 40 Minuten immer noch am Reden. Möchte man jetzt gar nicht vermuten, ne? Aber so, und alle waren immer total angetan und haben mir gerne zugehört, aber das war halt auch nicht optimal. Und jetzt habe ich mich umgeguckt und dachte mir, warum sagt denn hier keiner was? Also wir hatten teilweise Kommilitonen von mir, die dann abgelesen haben vom Zettel. Ja, also Grotten, also nach 5 Minuten sind allen die Füße eingeschlafen. Und es war so, dass ich dann mal selber den Versuch gemacht habe und nach so einer Doppelstunde, also 90 Minuten, wo wir so 4 Referate in einer Einheit hatten, habe ich mal rumgefragt, sagen wir mal Thema irgendwie Medien, und dann habe ich mal meine Kommilitonen nach 90 Minuten gefragt, habe gesagt, du, was war denn, ich erinnere mich noch, das erste Thema war irgendwie Medienforschung, das letzte Thema, was wir hatten, waren jetzt gerade, sagen wir mal, Mediengeschichte, was war denn das zweite Thema, also das zweite Referat? Du wirst es nicht glauben, von 5 Leuten, die ich gefragt habe, 5 Leute sagen, also das erste war irgendwas mit Medienforschung, das andere war irgendwas mit, es wusste keiner mehr das Thema.
Und da habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein. Also es geht hier rein, hier raus. Und das, obwohl es ja wirklich elementar ist, jetzt müssen wir hier mal was verändern. Wir müssen uns mal angucken, wie kann man denn rhetorisch sowas gut rüberbringen? Was für Lerntechniken und Methoden gibt es, damit so ein Referat wirklich unter die Haut auch gehen kann? So. Und ich habe begriffen, warum macht es keiner, warum sagt keiner was? Ja, weil die selber alle keine Ahnung hatten. Also weil die Dozenten, und ich selber habe ja auch mal Lehramt studiert, 2 Semester Sport, Englisch, ja, ich konnte dir alle Knochen, alle Muskeln und Nerven, Latein, Deutsch, Deutsch, Latein, vorwärts, rückwärts im Sportstudium. Ich war ein halber Sportmediziner. Aber wie kriege ich denn den unmotivierten, etwas dickeren, kleinen Jungen aus der letzten Reihe, wie kriege ich den dazu, dass der eine Begeisterung für den Sport entwickelt, dass der Bock drauf hat, dass dem das Herz aufgeht, wenn er sich bewegt? Also das hat mir keiner beigebracht. Und das ist auch nicht Bestandteil des Sportstudiums, auch leider nicht Bestandteil des üblichen Sportunterrichts in den Schulen, weil es ja keiner gelernt hat und keiner es durchschaut. So, und da können wir bei Mathe, Physik und wie sie alle heißen, können wir weitermachen. Ne? Also das waren so Erlebnisse, die ich hatte. Und jetzt bleiben wir mal beim Kommunikativen. Ich habe während meines, für mich war früher Rhetorik immer das, was die Politiker brauchen, um dich über den Tisch zu ziehen. Ne? Und da gibt es ja diesen Spruch, je schneller sie dich über den Tisch ziehen, desto höher ist die Reibungswärme und die empfindet man dann als Nestwärme und fühlt sich dann gut aufgehoben. Ach, so. Okay. Das war so damals auch mein Bild. Ne? Ich habe einen großen Bogen immer um Rhetorik gemacht. So. Das war das, was der Hitler verwendet hat. So. Bis ich dann doch mal aus Neugier, und das ist eine meiner großen Stärken, dass ich sehr neugierig bin, bin ich in so ein Rhetorikseminar gegangen und dann kam ich da nach 2 Tagen raus und dachte mir, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich war 13 Jahre im deutschen Schulsystem, bin jetzt seit 2 Jahren an der Uni und zum allerersten Mal erzählt mir jemand, welches Repertoire ich habe, um tagtäglich mit meiner Kommunikationsfähigkeit zu punkten. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann ist mir aufgefallen, naja, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt seit 15 Jahren im Bildungssystem unterwegs bin und jeden Tag lerne und wüsste, wie es geht, sondern mir hat ja auch noch nie jemand beigebracht, welche Lerntechniken gibt's denn, welche bevorzugten Wahrnehmungskanäle habe ich denn? Wie mache ich es denn, dass ich möglichst einfach mir Wissen aneigne? Das hat mir keiner beigebracht. So, und da habe ich gedacht, hier, wir sind völlig unterhalb der Möglichkeiten und ich will wissen, warum das so ist und wie wir das ändern können. Und das ist meine Geschichte, die eben in der Schule losging und sich dann durch diese 17 Semester gezogen hat, durch dieses ganze Nebenbei-Arbeiten, also viel, ich habe 10 Jahre lang im Fernsehbereich gearbeitet, teilweise auch mit Kindern viel zusammengearbeitet, war Handball-Jugendtrainer von Kindern, kannst du ja wahnsinnig viel lernen, also ich war selber noch ein halbes Kind, bin ich übrigens heute noch, und habe eben immer geguckt, was sind die Mittel und Möglichkeiten, um von diesem von dem Wissen, was schon da wäre, was wir aber großteils weder in der Schule noch an der Uni noch dann später im Job bekommen. Wir bekommen es natürlich im Leben dann schon, weil wir viel über, ja, und wir fliegen dann auf die Schnauze oder und fangen dann an und sagen, jetzt muss ich auch mal so ein Soft-Skills-Seminar besuchen. Und da kriegen wir es natürlich durch den Alltag schon auch, aber teilweise wirklich mit teuren Kosten. Also wir holen uns da, wir zahlen dann teilweise viel Lehrgeld, viel mehr, als wir müssten. Mensch, du merkst, also ich könnte jetzt gerade in alle Richtungen erzählen, aber muss aufpassen, dass ich nicht davonfliege mit dir. Naja, ich meine, wir haben vorhin mal ein bisschen drüber geplänkelt. Man kann ja nicht kommunizieren. Jawohl. Egal, was ich tue, es ist immer eine Form von Kommunikation. Genau. Und es ist ja hochgradig spannend. Ich gehe mal von dem Fall aus, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ja. So, und ich habe ja immer dieses Wunschvorstellung, dass statt eines Streites, der sich dann verfestigt, meinetwegen mit den Nachbarn, dass zum Schluss der Grashalm, der aus Versehen über die Grenze wächst, schon ein Ärgernis ist. Wie kann ich das im Keime so umdrehen, dass daraus eine freundliche Duldung wird? Also ich muss mich ja nicht befreunden mit den Menschen, aber ich will ja irgendwie auch ein Verhältnis erzeugen, dass wenn mir mal irgendwas schief geht oder wenn ich was brauche, dass ich dann durchaus auf die Hilfsbereitschaft meiner Umgebung zurückgreifen kann, genauso wie ich meine natürliche Hilfsbereitschaft in dem Hinsicht gerne einsetze. Also Kommunikation. Koordinative, nein, wie heißt sie denn? Kooperative. Kooperative Kommunikation, ein wunderschön. Ich werde mich an KOKOM halten, das ist einfacher. Aber du hast recht, es ist auch koordinativ, weil es koordiniert meine Bedürfnisse mit den Bedürfnissen des anderen. Und es ist wirklich so, wie du gesagt hast, er muss ja nicht mein bester Freund werden,
So. Und wo fange ich an? Also der entscheidende Punkt ist, und jetzt sind wir bei unseren Denktechniken. Wir fühlen, wie wir fühlen, weil wir denken, wie wir denken. Das gilt zumindest für die Erwachsenen. Ich mach's nochmal. Wir fühlen, wie wir fühlen, weil wir denken, wie wir denken. Da habe ich selber lange gebraucht. Das musst du auseinandernehmen, denn der muss man sich erstmal so richtig verinnerlichen, dass unsere Gefühle häufig auf unseren wiederkehrenden Denkmustern basieren. Und wenn ich schon vorgespannt bin und sage, der, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, Idiot oder wie auch immer, dann habe ich so ein Denkmuster, dass ich alles, was ich bei ihm beobachte, in dieselbe negative Schiene drücke. Genau. Und dann fallen mir noch viel mehr negative Sachen ein und dann fühle ich zum Schluss richtigen Hass gegen diesen Menschen oder was auch immer. Ja, das kann man ja wunderbar in Beziehungen beobachten, wo Menschen sich mal geliebt haben und eine ganz starke Zuneigung füreinander, Liebe, Anziehung empfunden haben. Und dann dauert es ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, vielleicht auch wirklich nur ein paar Wochen und es schlägt um. Und es ist, da ist unter anderem einer dieser Mechanismen genau der, den du gerade beschrieben hast. Das, da können natürlich noch andere Sachen mit dazukommen, die das dann verstärken. Aber dann hast du genau dieses Ergebnis. Und es muss nicht sein, sondern das heißt ja nur, dass wir nicht mehr bewusst Herr unserer eigenen Denksysteme sind, sondern es trägt uns einfach davon. Wir laufen auf Autopilot und wir merken es gar nicht. Und wir selber sind dann überzeugt davon, wieso? Ich habe doch gesehen, dass sie oder er XY getan hat, obwohl ich ihr gesagt habe, ich will das nicht. Ja? Und schon läuft genau dieser Teufelskreis. Diese Spirale, die nach unten sich bewegt. Und mit dem kooperativen Denken hast du die Chance, da auszusteigen. Lass mir übrigens noch eins sagen, bei Kindern ist es meistens noch umgekehrt. Ja? Die fühlen erst und denken dann, weil die noch nicht so sozialisiert sind. So, ich spreche jetzt von Erwachsenen. Und Kinder haben ja auch, ein Kind hat überhaupt kein Problem, auf irgendjemand zuzulaufen oder auf einen Hund zuzugehen und dann kommen die Erwachsenen und hauen dem Kind auf die Finger, wie es mir mal passiert ist, sagen, nicht an den Hund, ja, sonst beißt er dich. Und plötzlich ist das Gefühl, dass du auf das andere Lebewesen zugehst, natürlich völlig überlagert von dieser Denkschicht, ja, bloß nicht gefährlich. Dass es so viele Hunde gibt, die vielleicht gar nicht gefährlich sind, das wird dann ganz schwierig, sondern wir sehen dann Schäferhund, ja, gefährlich, bloß nicht hin. Macht ja auch Sinn, das kann ja auch total hilfreich im Leben sein, weil es in vielen Situationen uns ja vor Schaden bewahrt. So, jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Solange ich, und das ist einer der Knackpunkte, die habe ich im Münchner Denkclub, ich war 2 Jahre lang im Münchner Denkclub, im ersten Münchner Denkclub aktiv. Da habe ich danach begriffen, wir sind alle sozialisiert in einem bestimmten Denkmuster, das da heißt, entweder oder denke. Und das ist der große Lacher in meinen Seminaren, weil wenn ich das am Anfang sage, dann kann keiner was damit anfangen. Ich sage immer, wir merken es gar nicht, weil wir alle in diesem entweder oder. Und spätestens dann nach einer Stunde oder so, wenn dann irgendjemand, meistens geht es schneller, weil bei mir darf man immer mittendrin fragen, wenn einer sagt, Moritz, heißt das jetzt, ich soll so machen oder ist es besser, wenn ich so mache? Und dann sage ich, aus welchem Denken kommst du gerade? Und dann wird erstmal geguckt, wie? Ja, aus dem Entweder-Oder-Denken. So, und jetzt ist der entscheidende Punkt. Die meisten guten Lösungen, die wir heutzutage brauchen, um die unheimlich komplexen Situationen, die wir in einer globalisierten und digitalisierten Welt haben, die sind im Entweder-Oder-Denken nicht zu kriegen. Dafür brauchen wir... Das ist ein Kernsatz. Also wir haben eine so komplizierte Welt erschaffen mit so vielen Spezialisten und Spezialistentum, die sich auch gar nicht mehr untereinander vernünftig verständigen können, weil jedes Spezialgebiet hat seine eigene Sprache entwickelt, seine eigenen Begriffe. Und wer jetzt Computer-Nerd oder Stratege ist, Hacker, redet mit Worten, die der normale, ist mir schon aufgefallen, der ganz normale Student, der Informatik studiert und annehmen sollte, dass es ja eigentlich die Wissenschaft der Computer ist. Mhm. Die beiden können sich schon nicht mehr miteinander unterhalten. Die haben schon zwei völlig verschiedene Denksysteme. Wenn man das jetzt mal auf die globale Welt überträgt, dann ist es garantiert richtig, dass es mit der Entweder-Lösung, die im Gegensatz zur Oder-Lösung steht,
nicht funktionieren kann. Es reicht meistens nicht. Ja? So, und jetzt, wenn sich alle schon die fragen, ja, was ist es denn dann? Dann hier die Auflösung. Das, was wir großteils brauchen, die meisten guten Lösungen finden wir aus einer Sowohl-als-auch-Denke. Und das, was sich jetzt so simpel anhört, wenn wir so drüber reden und man sagt so, ach, boah, ja, da hätte ich auch drauf kommen können. Das ist dann in dem Fall, wo es schwierig wird, eben ein ganz großer Knackpunkt. Weil wenn mir einer erzählt, ja, aber der andere ist doch ein Riesenidiot. Ja? Und dann sage ich zu ihm, Moment mal, aus welcher Denke kommst du gerade? Ja, das ist Entweder-Oder-Denke. Und dann, wieso? Jetzt sind wir ja wieder in dem alten Denksystem. Das alte Denksystem, und das hast du so schön deutlich gemacht, liefert uns jetzt wieder genau die Beweise dafür, dass der andere ein Idiot ist. Aber Moritz, ich kann es dir ja beweisen. Das heißt, was jetzt passiert ist, wir zementieren unseren alten Blickwinkel. Das ist einer der vier Hauptkomponenten in der kooperativen Kommunikation, in der CoCom, ist die Fähigkeit, den eigenen Blickwinkel zu verändern. So, und wir, was wir automatisch machen, ist, wir zementieren mit unseren alten Denksystemen unseren alten Blickwinkel auf den anderen, und unser alter Blickwinkel ist sehr eng, weil der andere ist ein Idiot. Und jetzt kommen die Beweise, die genau in diesen Blickwinkel reinpassen. Alles, was außerhalb dieses Blickwinkels sich hier befindet, ja, blühende Landschaften, das können wir nicht mehr gelten lassen und nicht mehr wahrnehmen. Selektive Wahrnehmung. Wir sehen das, was wir sehen wollen. Genau. Und das lässt sich total toll trainieren. Ja, und nichts anderes macht kooperatives Denken. Wir trainieren dieses wieder aufmachen können, was unheimlich schwierig ist, solange mir einer der beiden Star-Dirigenten im Nacken sitzt und immer von hinten die Angstmelodie spielt. Nur durch kooperatives Denken kriege ich ein Zusammenhangsverständnis. Und wenn ich die Zusammenhänge kenne, also Ursache und Wirkung, dann kann ich immer leichter anfangen zu sagen, Moment mal, raus aus dem Autopiloten und jetzt mal in Ruhe gucken, wo sind die besseren Lösungen? Was passiert denn gerade? Warum regt es mich denn so auf? Und jetzt mache ich mal den Bogen zu deinem Nachbarn und dem Grashalm, ja? Warum regt es mich denn eigentlich so auf, wenn mein Nachbar die letzten 14 Tage seine Hecke schon nicht geschnitten hat? Und jetzt komme ich drauf, dass bei mir irgendwelche Denkmuster laufen. Ich mache es jetzt mal ganz simpel, dass mir auffällt, also meine Eltern haben schon immer dafür gesorgt, dass wir eine saubere Hecke haben. Ja, das heißt, ich bin mit diesen Glaubenssätzen aufgewachsen. Eine ordentliche Familie hat eine ordentliche Hecke. So. Und alles andere geht schon in Richtung, in Bayern sagt man Grattler. Ja, Hochdeutsch vielleicht, hilf du mir, was würde man im Norden sagen? Asozial, also das ist verwahrlost. Ja, genau. So, und das fällt ja zurück auf uns. Wenn wir jetzt Besuch kriegen, ja, wir machen eine Grillparty bei uns im Garten und sind so stolz auf unseren englischen Rasen und dann ist da diese Hecke. So, und jetzt wird deutlich, es kommt überhaupt nicht auf den Nachbarn an. Es ist überhaupt nicht die Hecke, sondern es ist meine eigene Minderwertigkeit. Mein eigenes kleines, ich bin mit dieser Hecke, bin ich nicht in meiner Kraft, bin ich nicht der tolle Gastgeber, der ich sein möchte. Und mein Problem fange ich an, auf den Nachbarn zu übertragen. Jetzt ist er plötzlich dafür verantwortlich und er ist jetzt der Depp, der seine Hecke zu schneiden hat. Und wenn nicht, dann sehen wir uns vom Landgericht wieder, ja, oder vom Amtsgericht oder wie auch immer. In der dritten Instanz geht es immer noch weiter. Genau. Und das ist eine der wichtigen Kernerkenntnisse des kooperativen Denkens. Und da bin ich sehr stolz auf diesen einen Satz, auf den ich da mal gekommen bin, der da lautet, wer mit sich im Reinen ist, kann niemand anderen verschmutzen. Ja, das geht überhaupt nicht. Wie soll das funktionieren? Wer mit sich im Reinen ist, kann niemand anderen verschmutzen. Und alles, was wir brauchen, ist eine Entwicklung dahin. Und jetzt komme ich endlich zu Albert Einstein, den ich heute schon so vor uns hergetragen habe. Einstein hat mal gesagt, man kann die Probleme nicht mit den Denkweisen lösen, die zu ihnen geführt haben. Jetzt ist die Frage, woher soll ich denn jetzt andere Denkweisen bekommen? Ich habe ja nur die, die ich habe. So, und das ist das, was kooperatives Denken macht. Es liefert andere Möglichkeiten, andere Denktechniken, andere Blickwinkel, so dass es dir, ich nehme jetzt als Beispiel wieder sowohl als auch, wenn ich nur entweder oder denken kann, ja, entweder der Nachbar schneidet seine Hecke oder alles ist scheiße, dann komme ich nicht weiter. Wenn ich aber kann, gibt es eine Lösung, dass sowohl die Hecke so bleiben kann, wie sie ist, als auch, dass ich trotzdem als toller Gastgeber glänzen kann.
Und jetzt denke ich in eine ganz andere, konstruktive Richtung. Und vielleicht kommen mir immer wieder meine eigenen Defizite dazwischen. Dann kriege ich wieder Angst und dann denke ich wieder, nein, es geht aber nicht, er muss aber. Ja, und das ist ein Reifungsprozess. Und das ist das, was kooperatives Denken macht. Es ja, mir kommt noch was anderes in den Sinn. In dem Augenblick, wo ich bereit bin, meinem Gegenüber zuzuhören, der mich zunächst mal ärgert oder konfrontiert mit einer unangenehmen Situation, bietet er mir ja den Schlüssel zu neuen Denkweisen. Ich muss die noch nicht mal in mir selbst entwickeln, also die müssen noch gar nicht aus mir herauskommen. Ich muss einfach nur mal bereit sein, mir seine Sicht der Dinge anzuhören, ohne mich gleich aufzuregen und das gleich abzubügeln und zu sagen, kommt alles in dieselbe Tonne, das ist ein unordentlicher Mensch und mit sowas will ich nichts zu tun haben, nicht? Und hier gibt es einen ganz wichtigen Punkt bei der CoCom. Die CoCom sagt nicht, du musst hier mit dem anderen dahin kommen, dass ihr beide Kumbaya singt, euch an den Händen nehmt und in den Sonnenuntergang gemeinsam reitet. Die CoCom sagt, du kannst machen, was du willst. Wenn der dich so aufregt und du hast jetzt Lust, dem irgendwie voll den unterhalb der Gürtellinie anzuschießen, so wie es ja Hunderttausende von Menschen tagtäglich machen, ja, dann mach. Ja, wenn du damit glücklich wirst, dann mach. Die CoCom gibt dir aber die Möglichkeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren und zu sagen, aus Sicht des kooperativen Denkens und kooperativer Lösungen wirst du dir damit langfristig selber ins eigene Fleisch schneiden. Und du wirst früher oder später eine Lebensqualität völlig unterhalb der Möglichkeiten bekommen. Weil du letztendlich dadurch, dass du anderen ans Bein pinkelst, irgendwann von allen anderen eben auch angepinkelt wirst. Und dann wirst du merken, es ist kurzzeitig warm und dann eigentlich nur noch sehr unangenehm. Ja. Sehr unangenehm. Ja, das ist die ganze Sinnhaftigkeit hinter vernünftiger Kommunikation ist ja mein eigenes Wohlbefinden. Genau. Nicht, wenn ich rausgehe in die Welt und mir schlägt Freundlichkeit entgegen, sowohl schon angefangen eben beim Nachbarn. Ich finde den immer ein wunderschönes Beispiel. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich bin so friedlich, aber mein Nachbar. Ja. So, und dann kann ich an dich, ich mag es nicht, aber so innerlich denke ich dann manchmal, ja, da kann in dir der Friede noch nicht so weit her sein, denn dein Nachbar spiegelt dir nur das, was in dir selber noch auf Erlösung wartet. Hm. Nicht, was man sich noch nicht eingestehen will. Was übrigens ein ziemlich großer Schritt jetzt ist für viele. Ja? Also was du gerade ansprichst, ist für viele, die sich damit noch nicht so befasst haben, erstmal vielleicht sogar Blödsinn. Ja? Also da ist es Zufall, dass der Nachbar neben mir wohnt und der hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Da ist es für viele nicht einfach, diesen Weg zu gehen. Und diese Brücke bietet aber die CoCom an, dieses Zusammenhangsverständnis da nach und nach hinzukommen. Ja, das ist doch fantastisch, weil ich meine, es gibt diesen anderen schönen Ausspruch, egal wohin du reist, egal wohin du ziehst, du nimmst dich immer selber mit. Ja. Und es ist ja auch komisch zu sehen, dass Menschen, die sich scheiden lassen, ja, häufig mit dem nächsten Partner denselben Schiffbruch erleiden. Genau. Und denselben Typus angezogen haben und denselben Missbrauch aus Frauensicht geguckt erleben, denselben strebsamen Manager, der sie zu Hause die ganze Zeit einsam sitzen lässt. Das ist immer dasselbe Prinzip, weil das, was ich ausstrahle, ziehe, das Prinzip der Resonanz, genau, es wirkt auf mich zurück. Nur ist eben diese Resonanz oft spiegelverkehrt. Ja, im Spiegel sehe ich mich ja auch nicht eins zu eins so, wie ich bin, sondern spiegelverkehrt. Also ich habe beispielsweise dann, wenn ich einen Scheitel habe, den plötzlich andersrum. Und das ist das, was es oft so schwer macht, es zu erkennen. Weil diese Spiegelverkehrtheit es ein bisschen verquer macht und dann sieht es so aus auf den ersten Blick, als hätte das gar nichts mit mir zu tun. Ich habe mit einer ehemaligen Partnerin von mir, da waren wir schon gar nicht mehr zusammen, nach 2 Jahren ist mir der Groschen gefallen, wo sie mich gespiegelt hat. Weil es eben so ein bisschen über Bande ging. Also das kann echt ein bisschen tricky sein. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Denkmuster. Was wir in der Schule gelernt haben, ist das vertikale, lineare Denken. Kooperatives Denken ist das laterale Denken zu üben. Ich gebe mal ein Beispiel, weil es für viele, von was redet er jetzt? Wenn ich auf den Berg rauf möchte, ja, dann würde der lineare Denker sagen, ja gut, also jetzt hole ich mir eine Landkarte oder wie auch immer und dann fange ich von unten an, Schritt für Schritt und bahne mir den besten Weg auf den Gipfel. So, mit viel Trial and Error.
Ne? Versuch und Irrtum. Ein lateraler Denker würde sagen, okay, ja, ich will da hoch, für was gibt es einen Hubschrauber? Schnappt sich den Hubschrauber, fliegt hoch, guckt sich mal von oben an, wo könnte der beste Aufstieg sein und fängt dann mit diesem Wissen von oben und von unten an, diesen Berg zu besteigen. So, also nur, dass man mal ein Bild kriegt, wo ist der Unterschied zwischen lateralem und linear-vertikalem Denken, was wir so gelernt haben. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass ich da einfach anders dann drauf gucken kann. Ja, das kann man sich auch immer so schön, ich stelle mir das gerne mal vor, dass ich so in so einem Heißluftballon über mir selber schwebe und stelle dann ja auch ganz häufig fest, dass die Situation, in der ich hier unten gerade so richtig festhake, mich aufrege oder auch das Problem nicht lösen kann, wenn ich dann so von oben auf mich drauf gucke, dann sehe ich so dieses kleine Wutmännchen da unten und denke, na, die ist aber komisch. Warum macht sie denn nicht mal was anderes? Ja. Nicht? Man sieht eben plötzlich den Überblick und man sieht auch, ja, die kann dann noch tagelang, wochenlang in ihrem Eimer rumstampfen, aber warum springt sie nicht mal raus aus dem Eimer, nicht? Ja. Und jetzt beschreibst du wunderschön, wie du trainiert hast, deinen Blickwinkel auf dich selber in dem Fall zu verändern. Das, was die erste Hauptkomponente in der CoCom ist. Und es ist eine trainierbare Fähigkeit, den eigenen Blickwinkel zu verändern. Da braucht es noch ein paar Infos mit dazu. Und dann kann man das tagtäglich üben. Und immer wieder kommt man auf die beiden Star-Dirigenten, weil man feststellt, okay, jetzt werde ich wieder eng. Ja, und sagt, nein, das kann nur so gehen. Und dann muss man immer gucken, okay, welche Angst habe ich denn jetzt hier, dass ich... Warum müssen meine Kinder heute um 8 im Bett sein, wenn sie nicht müde sind? Um mal ein ganz unpopuläres Beispiel aus dem Elternalltag zu nehmen. Wenn wir ehrlich sind, es geht hier nicht um die Kinder, sondern es ist die Angst der Eltern. Die wollen jetzt ihre Ruhe mal haben, die wollen jetzt mal ihren Freiraum haben. Ja, und deshalb stecken sie ihre Kinder ins Bett. Und sie wollen sicherstellen, dass die Kinder morgens in der Schule ausgeschlafen sind, damit sie gute Zensuren schreiben und ihre 8 oder 10 Stunden Schlaf gekriegt haben. Plus eben die eigene Bequemlichkeit, dass man sagt, nach einem langen Tag als Mutter mit den Kindern, jetzt habe ich auch mal das Recht, die Füße hochzulegen. Genau. Ich bin nicht mehr zuständig für alle jegliche Probleme, die da sonst noch auftauchen. Die können sie auch tagsüber an mich herantragen, aber jetzt bitte sehr ist Feierabend. Genau so ist es. Und jetzt ist ganz wichtig, aus dem Entweder, also hier gibt es kein Entweder-Oder-Denken, hier gibt es kein richtig und falsch aus kooperativer Sicht, sondern wichtig ist nur, die Zusammenhänge wieder zu verstehen. Und dann kann es ja als Mutter mal völlig okay sein, zu sagen, nein, ich stecke die jetzt ins Bett, weil ich brauche jetzt diese Ruhe. Und wenn ich die Ruhe nicht kriege, dann eskaliere ich hier und dann haben wir alle noch viel weniger davon, wenn wir und hier... Und dann drücke ich Ihnen noch ein Buch in die Hand und lasse Sie das Licht noch anlassen, dass Sie in dem Buch noch alleine lesen können. Sie brauchen ja dafür nicht meine Unterstützung. Nicht mal für ein Bilderbuch brauchen Sie unbedingt meine Unterstützung. Solange wie ich in Frieden in meinem Wohnzimmer sitzen darf und Sie in Frieden in Ihrem Kinderzimmer sitzen, dürfen Sie auch ruhig eine halbe Stunde oder eine Stunde später einschlafen. Absolut. Und jetzt kommen wir plötzlich in diese kooperativen Lösungen. Denn Kooperation geht immer davon aus, dass es mindestens eine Win-Win-Lösung gibt. Also dass es für jede schwierige Situation, und das ist meine heutige Erfahrung, auch die meines Geschäftspartners, also Stefan und ich, wir haben ja das zusammen vor 5 Jahren entwickelt. Wir haben festgestellt, für jede schwierige Situation gibt es mindestens eine kooperative Lösung. Das heißt eine Lösung, wo beide gewinnen. Ja, kein Kompromiss. Ja, es gibt einen großen Irrglauben, dass ein Kompromiss eine Win-Win-Lösung sei. Nein, haben wir aber heute wahrscheinlich... Das ist oft eine Lose-Lose-Lösung. Das wäre Kamikaze. Das ist wieder eine andere Ebene des menschlichen Miteinanders. Also es gibt die 5 Ebenen des zwischenmenschlichen Miteinanders. Eine davon ist Kamikaze. Und Kompromiss ist der klassische sowohl als auch. Von daher hast du recht. Es ist aber keine reine Lose-Lose-Lösung. Weil nochmal, dann wäre es Kamikaze. Es ist eine aber es fühlen sich beide nicht besonders wohl damit. Jeder muss Abstriche machen und sieht sich in seinen Bedürfnissen zurückgeschraubt und nicht voll erfüllt. Oder jedenfalls, er sieht für sich eigentlich nur den einzigen Gewinn, dass man in der Partei, in der großen Koalition zusammenbleibt. Aber eigentlich murren sie beide. Genau. Und oft hat man am Anfang, weil man hat am Anfang noch diese Euphorie, dass man jetzt die Konfrontation verhindert hat. Und dann sind beide so happy über den Kompromiss, dass es am Anfang noch nicht dieses Murren gibt. Ich sage immer, ein Kompromiss hat ein Fäulnispotenzial, ein Gärpotenzial. Oh, das ist schön. Ja, und dieses Gärpotenzial, das fängt erst an, wenn die erste Euphorie langsam nachlässt. Meistens bei einem früher als beim anderen.
Und wir alle kennen das, da ist unser Volksmund sehr, sehr weise. Der spricht ja vom faulen Kompromiss. Ja, was ist denn das Faule an dem Kompromiss? Das ist eben genau der Lose-Anteil, den beide haben. Also nochmal, ein Kompromiss ist eine Win-Lose-Lose-Win-Situation. Beide haben einen Gewinneranteil und beide haben einen Verliereranteil. Ja. Und das, was gärt, ist dieser Verliereranteil, der scheinbar magisch im Dunkeln, während man an der Oberfläche sich noch an den Gewinnerteil, ja, während man noch sagt, ja, okay, ich schluck die Kröte mit den Fahrzeiten, ja, dass ich Pendler bin und jeden Tag 2 Stunden im Auto sitze zum Job, dafür habe ich einen sicheren Job. Aber dieses Win, dieser sichere Job, ist nach 5 Jahren nicht mehr so toll, weil einem das bis hier steht, dass man jeden Tag 2 Stunden im Auto sitzt. Und dieser Kompromiss fliegt einem dann irgendwann mal um die Ohren. Und wenn man also, nicht reagiert... Wir haben Verlust, oder wir haben diese Kamikaze-Situation, wir haben den Kompromiss, was haben wir noch? Also, losgehen tut's mit der ersten Dimension des menschlichen Miteinanders, die ist nicht besser und schlechter als alle anderen 4, aber es ist die, in der wir am stärksten trainiert sind, wo wir die meiste Erfahrung haben, das ist die Ebene, die Dimension der Konfrontation. Das haben ganz viele Menschen noch nicht verstanden, dass wir aufwachsen, und jetzt kommt der Knackpunkt beim Kokom-Prinzip. Der Knackpunkt lautet, wir sind alle, und das sagt die Neurobiologie, das heißt die moderne Hirnforschung, das sagt die Sozialpsychologie, was haben wir noch? Die Biologie, alle wissen inzwischen, also es ist unzweifelhaft inzwischen nachgewiesen, wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, hochkooperative Wesen. Und was dann passiert ist, wir werden alle gebrainwashed in der Konfrontation. Guck dir unser derzeitiges Wirtschaftssystem an, das ist ein Wettbewerbssystem, Wettbewerbsprinzip, wo immer einer den Job kriegt, alle anderen gehen leer aus, oder einer kriegt den Auftrag, die anderen verlieren, das ist ein Win-Lose-System, das ist Konfrontation. Die meisten unserer Sportarten sind konfrontativ. Wir sind ja momentan Weltmeister, alle anderen Pech gehabt. So, also fußballerisch gesehen. So, das heißt, unsere Spiele, ja, die Spiele, die wir spielen, ob das jetzt Mensch ärgere dich nicht ist oder Monopoly oder so, es kann nur einen geben. Und deshalb glauben wir, das sei normal. Und es geht sogar so weit, dass der Schüler mit 1,6 dafür sorgt, dass die anderen doch bitte sehr nur 1,8 oder 2 im Abitur haben, weil sonst senkt sich ja der Gesamtnumerus Clausus ab und seine 1,6 sind nicht mehr so viel wert, dass er den erstrebten Studienplatz bekommt. Genau. Wir sind dauernd auf diese Konkurrenz eingestimmt. Und da hatte ich, als mir das bewusst geworden ist, Astrid, das ist jetzt ein paar Jahre her, da hat sich bei mir so richtig, dass ich dachte, es darf doch nicht wahr sein, dass unser Bildungssystem, ich war schon immer sehr, sehr kritisch, weil ich schon immer das Gefühl hatte, wir sind völlig unterhalb der Möglichkeiten in unserem Bildungssystem. Nur als mir bewusst geworden ist, dass unser Bildungssystem ein Konfrontationssystem ist, da hat es mir halt den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das System ist so angelegt, dass wir überhaupt nicht darauf aus sind, dass da nur Gewinner rauskommen. Und wir sind so konfrontativ gebürstet, dass selbst Mütter, die voller Liebe sind, plötzlich Angst kriegen und dann anfangen zu sagen, aber in der anderen Klasse, der Lehrer, der gibt immer nur gute Noten, dann kriegt ja mein Sohn im Vergleich dazu, ja, verliert ja, kackt ja ab, ja, das will ich nicht. Und dann gehen die auf die Barrikaden und machen den Lehrer fertig. Und das ist diese Matrix der Konfrontation, in der wir festhängen, ohne dass wir es merken. Weil wir eben so sozialisiert, ich sage so gerne, so gebrainwashed wurden. Es ist wirklich ein Brainwash, der da stattfindet. Ja, ich meine, es geht schon damit los, in der Firma oder heutzutage in modernen Berufen wird immer viel von Teamarbeit geredet. Und jedes Team braucht aber einen Kommunikator, der die ganzen Spezialisten irgendwie zusammenbringt an einen Tisch, dass sie an einem Strang ziehen. In der Schule gibt es die auch immer. Das sind die, die perfekt keine Hausaufgaben machen und überall sich was abschreiben und überall bei den Mitschülern ganz beliebt sind. Ja, das ist in der Schule die Strategie, um vernichtet zu werden von den Lehrern, von den Zensuren, von der ganzen System. Sie haben geschummelt in der Arbeit, sie haben alles Mögliche. Ja. Das heißt, sie werden genau auf das Gegenteil von dem trainiert, was nachher heute moderne Firmen sich wünschen. Und sich wundern, dass es nicht klappt. Du überzeichnest das jetzt ganz stark, ne? Das ist absichtlich, damit es. Genau, damit es deutlich wird, jawohl. Also ich möchte an der Stelle eben nochmal, es ist natürlich ein sowohl als auch.
Ja, aber du hast völlig recht, also wir brauchen auch diese Überzeichnungen, damit wir erstmal da wach werden und uns dann da einpegeln können in dem, was eben stattdessen noch möglich wäre. Absolut. Und da blutet mir das Herz, was wir derzeit, und das ist, ich war in der Lehrerfortbildung tätig, ich war in der Schülerfortbildung aktiv. Also angefangen habe ich mit den Schülern, die das super umsetzen konnten, was ich ihnen damals beigebracht habe. Dann habe ich gemerkt, die kommen zurück ins Klassenzimmer, in das alte System, und der Lehrer sagt, so machen wir das hier nicht. Ja, das haben wir noch nie so gemacht. So, dann habe ich mir gedacht, okay, stopp, ich muss die Lehrer helfen zu entwickeln. So, dann habe ich mit den Lehrern gearbeitet, die waren total happy und haben gesagt, Moritz, das würde ich wahnsinnig gern machen, aber das kann ich nicht, weil ich habe den Lehrplan, den ich erfüllen muss. Ja, so, also es gibt ganz viele, ganz tolle Lehrer, ja, und die hängen so drin in diesem System. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss es anders machen, ich muss in der Politik einsteigen, ich muss am Kultusministerium ansetzen. Und jetzt hat mir das Leben tatsächlich, nachdem ich 3 Jahre lang in meinen Lehrerseminaren immer gesagt habe, wenn ihr einen Kontakt ins KUMI habt, gebt mir Bescheid, ich bin auch bereit, mich hochzuschlafen. Und dann war es nach 3 Jahren soweit, dass einer gesagt hat, ich kenne da einen Moritz, ich mache dir einen Termin. Und dann konnte ich mit dem reden. Ich hatte eine halbe Stunde, nach 15 Minuten war klar, ich bewege hier keinen Zentimeter, weil der ist selber in diesem System gefangen und sagt, also Herr Küffner, ich würde die Sachen ganz anders machen, aber der Kultusminister. Und dann habe ich auf einer Beerdigung, saß ich neben meinem Dudesfreund des Kultusministers hier in Bayern, der mir erzählt hat, naja, bei uns, der Spänle, der wird die Sachen ja ganz anders machen. Aber dieser Beamtenapparat, ja, dieser aus Ministerialdirigenten und Direktoren, ja, der hat ja keine Chance gegen die. Und das hat für mich gezeigt, das ist das Problem, was wir haben. Wir haben diese anderen Denkweisen noch nicht, deshalb können wir die Probleme nicht lösen. Und jetzt kommt Albert Schweitzer noch dazu, ist ja auch ein Nobelpreisträger, der mal gesagt hat, das Verhängnis unserer Kultur ist, dass wir uns materiell viel stärker entwickelt haben als geistig. Und genau diese Lücke füllt die COCOM. Die COCOM ermutigt dich, lädt dich ein, zeigt dir die Möglichkeiten, wie wir anfangen können, uns geistig rauszuentwickeln und genau diese neuen Denkweisen, von denen Albert Einstein gesprochen hat, eben zur Verfügung zu haben, um eben nicht die Lehrer jammern, die Eltern jammern, die Schüler jammern, die im Kultusministerium, die hüpfen auch nicht vor Freude jeden Tag darum, ja, wie primitiv ist denn das? Aber wenn wir nicht wissen, wie sollen wir es denn anders machen, kriegen wir es auch nicht gelöst. Und die kooperative Kommunikation ist ja für den ganz eigenen Alltag erstmal ein riesiges Wohlfühlinstrument, selbst wenn man nicht das Ziel hat, jetzt ein ganzes System zu verändern. Wenn man also nicht das anstrebt, dass wir das Kultusministerium und die Politik noch gleich mitändern. Es ist ja erstmal etwas, womit jeder bei sich zu Hause seine Ehe, sein Verhältnis zu den Kindern, seine Verhältnis in der Firma mit seinen Mitarbeitern, mit dem Chef, alles erstmal auf eine Ebene heben kann, dass es plötzlich wieder Freude macht. Ja, und jetzt möchte ich ganz vorsichtig sein, weil wir sind ja, also ich sage immer, kurzfristige Lösungen ist was für Junkies. Also wir reden hier von einem Entwicklungsprozess, von einem Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt gehe ich mal zum Küffner 2 Tage Seminar, ja, das mache ich mit Moritz, ja, das wird toll und dann komme ich raus und dann ist mein ganzes Leben anders. Was meine Seminarteilnehmer sagen, ist, dass sie unheimlich schnell in einzelnen Punkten ganz tolle Ergebnisse, teilweise Sachen, die jahrelang festhingen, fangen an, sich zu lösen. Nur das alleine ist es noch nicht. Das ist wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und COCOM ist praktisch mentale, geistige Fitness. Und dann merke ich ja auch, wie mein Körper sich wohler fühlt, wie bestimmte Muskelpartien entspannt. Nur wenn ich das nicht zu Gewohnheiten mache, zu Denkgewohnheiten oder im Fitnessstudio eben wirklich zu gewohntem Bewegungsverhalten, dann werde ich natürlich nicht die Riesenschwergewichte stemmen können im Fitnessstudio, im übertragenen Sinne, im richtigen Leben. Die total schwierigen Situationen kriege ich natürlich nach und nach erst dann gelöst, wenn ich wirklich in diesen Entwicklungsprozess einsteige. Das ist mir ganz wichtig. Aber du kannst natürlich im ganz Kleinen, und das ist das Wichtige, die COCOM setzt immer bei mir selber an. Also der erste Ansatzpunkt des kooperativen Denkens ist nie der andere. Ja, mein Partner nervt nicht, weil der macht XY. Ja, wunderbar, wenn dein Partner dich nervt, dann fangen wir jetzt bei dir an. Warum darf dein Partner als erwachsener Mensch nicht das tun, was er möchte?
Warum willst du darüber bestimmen, wie er sich verhält? Und warum bin ich bereit, ihm die Macht zu geben, dass er meine Befindlichkeit beeinflussen kann? Hervorragend. Astrid, wunderschön. Und das zu erkennen, dass da meistens sind es ja unbewusste Mechanismen am Laufen sind, die teilweise mit Denkmustern, die ich halt aus meiner Familie, ja, wenn ich in einer Familie groß geworden bin, wo immer die Frau dafür zuständig war, dass ich die weiße Wäsche habe, ja, dann wird mich das völlig aus der Bahn werfen, wenn meine Frau sagt, und ab heute wäschst du deine Sachen selber. Ja, und dann werde ich mich mit meinen Kumpel zusammen und dann hole ich mir wieder die Bestätigung für meinen Blickwinkel. Ja, dann zementiere ich den wieder, sage ich, das findet ihr doch auch eine Frechheit, was meine Alte da jetzt gerade abzieht. Dann sagen die, ja genau, wie kommt die dazu? Ja, und das ist ein völlig primitiver Kreislauf, den wir da wählen. Und nochmal, die COCOM sagt nicht, die COCOM kennt keinen Zeigefinger. Kooperatives Denken kennt kein Dü-dü-dü-dü-dü, das darfst du aber nicht machen, das gibt's nicht. Die COCOM sagt nur, wir geben dir die Zusammenhänge und du wählst aus. Und wenn du der Meinung bist, Konfrontation ist für dich das Richtige, weil du jahrzehntelang als CEO eines Unternehmens am besten gefahren bist, indem du alle um dich rum immer gedrückt hast. Ja? Und wenn du überzeugt davon bist, das ist deine Strategie, dann mach weiter. Nur die merken ja schon an allen Ecken und Enden, dass es nicht mehr wirklich funktioniert. Ja, und was wir halt immer leider machen, das ist auch eine schöne Watzlawick-Erkenntnis, das ist wieder so eine alte Denkstruktur, die wir haben, das ist die Mehr-desselben-Strategie. Und die kann man wunderbar beobachten, die haben wir nämlich beispielsweise bei den Griechen angewandt. Ja, bei den Griechen hatten wir Entweder-Oder-Denken, entweder wir helfen den Griechen finanziell oder nicht. So, da war kein Spielraum für sowohl als auch, zumindest habe ich den nicht wahrgenommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann gemerkt, oh, jetzt sind die ersten Millionen weg. Ja, was machen wir denn jetzt? Mehr desselben. Jetzt müssen wir mehr Geld hinterher schieben. Und sie müssen noch mehr sparen. Und die müssen, also wir haben totalen Druck, wir haben ganz viel Leid angerichtet, ohne dass wir es wollten. Ich unterstelle unseren Politikern, dass sie das nicht wollten, weil es sehen ja ganz viele anders. Sondern die waren selber so getrieben von ihren Ängsten, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass wir Deutschen plötzlich angefangen haben, den Griechen zu erzählen, wie sie ihre Wirtschaft und ihren Haushalt zu machen haben. Wie primitiv ist das denn? Aber das wird eben gar nicht mehr primitiv, wenn ich aus meinen Ängsten nicht rauskomme und denke, die müssen jetzt, ja, weil sonst. So. Und damit muss Schluss sein. Und das geht eben erst, wenn ich mich selber auf eine Stufe entwickelt habe. Das muss noch nicht gleich der Dalai Lama sein, ja, weil der ist für mich so ein leuchtendes Vorbild, dass jeder Mensch eine Stufe erreichen kann, wo selbst dann, wenn die Chinesen die eigenen Landsleute teilweise abmurksen, dass es möglich ist, in der Wertschätzung zu bleiben. Und jetzt habe ich aber ein großes Fass aufgemacht, weil dazu brauche ich noch viel mehr Reife und sonst wird es schwierig. Ja. Sag mir doch mal die Schritte, die du in deinen Kursen gehst. Du hast ja dich entschlossen oder bietest ja einen Online-Kurs an, ja. Damit jeder das auch, muss nicht nach München reisen zu dir oder zu deinen Seminaren, sondern du hast ja ganz konkret jetzt etwas aufgebaut, wie jeder bei sich zu Hause das üben kann. Genau. Was sind die Schritte, die man gehen musste, wenn man dahin will? Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, das kooperative Denken ist ein Netzwerk aus ganz vielen Komponenten, Elementen, die ich entweder einzeln nehmen kann oder wenn ich schwierigere Probleme habe, muss ich mehrere kombinieren, damit's funktioniert. Ja, da brauche ich einfach mehrere. Und was wir da machen ist, wir gucken uns erstmal das Thema Denktechniken an, ja, und schauen erstmal, welche Möglichkeiten haben wir da. Dann lernen wir die vier Hauptkomponenten. Also die COCOM kennt vier Hauptkomponenten. Ich habe schon erzählt, die Fähigkeit, den eigenen Blickwinkel zu verändern. Zweite Hauptkomponente ist die Fähigkeit, zwischen Wahrnehmung und Interpretation unterscheiden zu können. Die dritte Hauptkomponente ist das Thema Wertschätzung. Ganz spannender Punkt. Wir alle kennen dieses Wort. Wir alle wissen, wie wichtig Wertschätzung ist. Und trotzdem sind wir in der Regel völlig überfordert, wenn es um Wertschätzung geht. Und wir alle wissen, dass wir im Job geneigt sind zu kündigen, wenn wir keinerlei Wertschätzung für unsere Arbeit, wo wir uns eingesetzt haben, wo wir Überstunden gemacht haben, wo wir Herzblut reingegeben haben. Und dann heißt es nur, ja, morgen können Sie weitermachen. Ich habe noch so einen interessanten Auftrag und nichts ist mit Überstunden abfeiern, sondern wir haben hier gerade Not am Mann und bitte machen Sie weiter. Und
Und übrigens, das hätten sie aber noch besser machen können an der Stelle und nichts war es mit der Wertschätzung, nicht? So. Und hier ist ein ganz, hier liegt ein Hase im Pfeffer, weil das, was wir bisher von unseren alten Denkmustern nur gelernt haben, ist bedingte Wertschätzung. Und es, in der Regel muss es eine Bedingung muss erfüllt sein, damit wir wertschätzen können. Und diese Bedingung lautet Leistung. Und das ist ein großer Irrglaube, dass es so sein muss. Das kann ich natürlich machen. Es ist aber auch möglich, leistungslos zu wertschätzen. Und da blutet mir das Herz, wenn ich sehe, dass wir das noch nicht denken können, weil es ist der einzige Grund aus meiner Sicht momentan, der verhindert, dass wir in der Lage sind, uns mehrheitlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen auszusprechen. Volker Pispers, der Kabarettist, hat mal gesagt, Dinge, die für 80% der Bevölkerung super oder sehr, sehr gut wären, sind politisch nicht durchsetzbar. Ja, warum denn nicht? Weil wir aus einer konfrontativen Entweder-Oder-Denke kommen. Und ein Knackpunkt ist der Punkt Wertschätzung. Wir müssen tun wir gar nicht, aber es wäre sehr empfehlenswert, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und eben in diese Möglichkeiten kommen wollen. Wir sollten in der Lage sein, den anderen Menschen einfach nur dafür wertschätzen zu können, dass er genau wie ich ein Mensch ist, der auch auf diesem Planeten ist und allein durch ihn bin ich schon mal nicht alleine. So. Public sich das ja, jetzt an. Man kann es auch ganz wunderbar üben, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, sich mit einem Obdachlosen zu unterhalten, der irgendwo vor einem Supermarkt sitzt. Und viele sind ja gar nicht mehr bereit, den Mund aufzumachen. Aber wenn man sich neutral, mein Schlüssel ist es immer zu sagen, ich gehe gerade einkaufen, kann ich Ihnen was mitbringen? Toll. Und das öffnet natürlich in aller Regel, denn ich habe auch festgestellt, dass viele von ihnen ja Hausverbot im Supermarkt haben, weil sie irgendwann in ihrer Not vielleicht doch mal was haben mitgehen lassen, erwischt worden sind und also sitzen sie davor. Und dann, wenn mal jemand von denen aufmacht, stellt man eigentlich immer fest, da steckt eine Geschichte dahinter, die ist so dramatisch, dass sich mein Herz sofort öffnet diesem Penner gegenüber. Der nicht gerade gut aussieht, der vielleicht auch noch riecht, der abgerissene Klamotten anhat. Aber als Mensch, der dahinter steht, was der durchgemacht hat, da kann ich nur Danke, Danke sagen, dass mir das erspart geblieben ist, nicht? Und diesen Mensch, der dahinter steht, wieder sehen zu können. Und egal, ob wir jetzt, und wir können im eigenen Freundeskreis anfangen, ja, wenn wir es letztendlich anfangen. Ja, und ich kenne das selber ja von mir auch noch. Ja, das hat zum Glück, das findet kaum noch statt, aber dieses. Man meint es gar nicht böse, aber man redet dann plötzlich über den, ja, und der hat und die hat und überhaupt und sowieso. Ja, was hier, und das ist wieder so ein Zusammenhang, der deutlich wird hier. Was passiert ist, dadurch, dass ich über den anderen lästere, erhöhe ich mich selber und es fühlt sich gut an. Ja, und wenn wir dahin reifen, dass wir das nicht mehr notwendig haben, ja, weil es keine Not mehr zu wenden gibt. Notwendig ist ja immer etwas, wenn es eine Not zu wenden gibt. Und die COCOM gibt dir eben da, und jetzt, wir waren ja stehen geblieben, eben diese vier Hauptkomponenten helfen dir, in so einen Reifungsprozess einzusteigen, dass du immer weniger diese Not verspürst, weil du immer mehr aus deiner eigenen Klarheit und Kraft rauskommst. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ja, es gibt die Sachen, die ganz schnell umsetzbar sind. Also Leute, die nach einem zweitägigen Seminar mir ganz tolle Feedbacks hinterher schreiben, wo Sachen sich sofort gedreht haben. Und ich will natürlich in die nachhaltige Veränderung. Und dazu braucht es eben nicht nur diese vier Haupt. Zur Wertschätzung kommt noch das Resonanzprinzip beziehungsweise das Gesetz von Ursache und Wirkung, was ganz wichtig ist in den Naturwissenschaften unwidersprochen, was ich brauche, um aus der Opferhaltung aussteigen zu können. Ganz viele Menschen haben ja eine Opferhaltung. Die sagen, also, wenn es nach mir ginge, wird mein Leben ja ganz anders aussehen. Ja, ich kann ja nichts dazu. Ich kann ja auch den Job nicht wechseln. Ich brauche das Geld. Ich bin ja gezwungen, in dieser Ehe zu bleiben oder was auch immer. Und ja, wir haben dann auch wieder so eine Scheuklappen auf, dass wir gar nicht mehr sehen, wenn wir uns den tiefsten Ängsten stellen und sagen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt einfach anders mache? Ja. Löst sich ja auch oft schon ganz viel. Diese Frage kann oft schon helfen. Mir ist jetzt eins ganz wichtig bei deinem Beispiel, Astrid, weil ich das ganz toll finde. Hier ist es sowohl als auch das sowohl als auch Denken angesagt. Weil natürlich hat der oder diejenige, die sich so in dieser Situation empfindet, die hat Recht aus ihrer Sicht. Richtig.
Aber das ist eben nur ihre Sicht und es gibt eben noch viele andere. Und das ist das, was die COCOM so kraftvoll macht, weil es wird ihr nicht abgesprochen, dass sie nicht recht hat. Sie hat recht. Und andere haben eben auch recht. Also sowohl sie als auch andere. Das heißt, der sagt, pass auf, es gibt hier Zusammenhänge, die du selber mit verantwortest. Und wenn du da an den kraftvollen Ursachen ansetzt, wirst du andere Wirkungen bekommen. Und diese anderen Wirkungen werden vielleicht nicht schon morgen dazu führen, dass du aus dieser schwierigen Verbindung mit deinem Partner rauswächst, aber vielleicht in einem halben Jahr oder in 3 Monaten. Oder vielleicht brauchst du auch ein Jahr dafür, aber du wirst in die Leichtigkeit, in die Kraft, in die Klarheit wiederkommen. Nee, und das größte Wunder ist ja immer, dass wenn man dann sich selber ändert und seinen Blickwinkel weitet und plötzlich wieder Wertschätzung an Stellen für den Partner empfinden kann, man kriegt ja das Gleiche wieder zurück. Und ich kenne es ja auch, dass dann Ehen plötzlich auf einer neuen Stufe viel besser funktionieren, als sie es jemals vorher getan haben. Nicht? Absolut. Es muss ja gar nicht die Trennung sein, obwohl man vorher 100% überzeugt war, dass nur noch das Wegrennen. Genau. Die man sich nicht leisten kann, weil man dann kein Geld hat. Also ist man in diesem Opferhaltung gefangen. Genau. Also, das sind die 5 Schritte. Wir waren jetzt stehen geblieben bei diesen, bei den Komponenten, was wir die kennenlernen, die Hauptkomponenten. Dann lernen wir drumherum die vielen Nebenkomponenten kennen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau in die Schritte unterteilt, sondern das hilft erstmal, diese Basis zu haben, auf der wir dann agieren, sodass wir dass jeder einen großen Freiraum, einen Handlungsspielraum hat, damit wir unsere Selbstwirksamkeit mit Hilfe dieser Komponenten dann einsetzen können. Und dann gibt es den Lösungsdreischritt der COCOM. Also der Lösungsdreischritt ist die Möglichkeit, um ganz strukturiert jede schwierige Situation anzugehen. So, und den schauen wir uns dann an und ich muss mal gucken, bin da noch nicht ganz, also das, was wir in Seminaren machen, ist, wir nehmen die schwierigen Alltagssituationen, beruflich oder privat, der Teilnehmer. Und die Teilnehmer suchen die 2 Highlights aus und mit denen üben wir. Also da setzen wir diesen Lösungsdreischritt, den setzen wir da an und fangen an, daran zu üben. Und wie wir das online machen, müssen wir mal gucken, bin ich noch nicht ganz entschieden. Aber auch da ist es wichtig, dass wir diesen Transfer in den Alltag, das ist ja das A und O, ja, dafür machen wir es ja, dass wir dann da vorwärts gehen. Aber auf jeden Fall wirst du ja Feedbackstunden anbieten oder Webinare anbieten, wo jeder mit seinen, wie im Live-Webinar auch oder im Live in einem Präsenzseminar auch seine Probleme oder seine Fragen mit einbringen kann und wo es ein Gruppengefühl gibt. Genau. Sich untereinander, miteinander und mit dem Trainer gemeinsame Probleme löst. Ganz praktisch, am Alltag orientiert. Genau. Also das ist wichtig, dass es eine Plattform gibt, wo du deine Fragen auch, die du hast, reingeben kannst, wo du an realen Situationen dich abarbeiten kannst. Oft ist es so, dass am Anfang gleich eine Frage kommt, so nach dem Motto, wie gewinne ich in der Champions League, wo ich sage, jetzt lasst uns erstmal die Techniken, die man in der Regionalliga braucht, angucken, dann die Bundesliga und dann werden wir in der Lage sein, die Champions-League-Aufgabe anzugehen. Ne? Aber so werden wir uns da vorwärts arbeiten, sodass jeder ein klares Bild seiner eigenen Möglichkeiten bekommt. Denk- wie auch Handlungsmöglichkeiten. Und dann gibt es natürlich nur noch eins, wie bei allem, üben, üben, üben. Ne? Und das ist ein toller Prozess, auch mit Rückschlägen, keine Frage. Das Leben testet mich auch immer wieder. Also bloß weil ich jetzt mit dir schon seit einer Stunde jetzt so schlau daherrede, heißt es ja noch lange nicht, dass es genügend Situationen nicht auch gibt, wo ich dann erstmal wieder sage, oi, jetzt Herausforderungen, 3 Schritte zurück, was fehlt mir hier noch? Ja? Und wenn es nur mal ist, einfach die Reflexionszeit, weil ich gerade an irgendeinem, gibt nur noch sehr, sehr wenige rote Punkte, aber auch ich habe die noch. Im Freundeskreis hatte ich vor ein paar Monaten so eine Situation, extrem spannend, ja, wo wir uns gegenseitig nochmal so aufgeschaukelt haben, wo ich hinterher so über mich lachen konnte. Ne? Aber das gehört dazu. Und das Thema Wohlwollen ist ein ganz zentraler Begriff bei der COCOM. Unser Wohlwollen kultivieren. Und zwar erstmal für uns, für unsere Handlungen und für die anderen. Dass wir aufhören, uns selber zu verurteilen und uns selber klein zu machen. Ja, ich habe da immer das Gefühl, dass dieser Spruch von Jesus, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst,
Der ist aus meiner Sicht hervorragend, wenn man bei sich selbst anfängt. Genau. Wenn ich mich selbst liebe, fällt es mir ganz leicht, meinen Nächsten genauso zu lieben wie mich selbst. Wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mich hasse, ja, ja, und mich dauernd in die Verdamme und mich dauernd selbst kritisiere, ja, dann ist es ganz normal, dass ich dieses, was ich mich selbst nicht liebe, auch dem Nächsten gebe an negativen Bemerkungen und so weiter und so fort. Also das ist ein wunderschönes Sprichwort, nur man muss eben erstmal die Selbstliebe entwickeln, damit man sie nach außen tragen kann. Und das wäre jetzt meine nächste Frage, wie komme ich denn dahin? So, und jetzt sind wir wieder beim Punkt Wertschätzung. Ja, dass ich anfange, mal selber für mich eine Wertschätzung zu kultivieren. Und was ist der Hauptgrund, warum ich selber mir schwer tue, unter Umständen mich selbst zu wertschätzen? Jetzt sind wir wieder bei den zwei Star-Dirigenten. Ja, wenn es die Angst gibt, dass ich irgendwo eben nicht die Leistung bringe, die ich glaube, bringen zu müssen, weil ich glaube, dass andere sie von mir erwarten, weil sie mich sonst nicht wertschätzen. Ja, es ist ein total verworrenes Ding mit der Wertschätzung. Dann fällt es mir selber eben auch schwer. Und dann fange ich an automatisch, dass ich sage, ich Depp, ich hätte es machen müssen, ich habe das nicht, habe das in den Sand gesetzt. Ja? Also, und das ist eine reine Übungssache. Ich habe Situationen inzwischen, wo ich als Kommunikationstrainer mich so saublöd anstelle und dann stehe ich da und kann über mich selber schmunzeln und sage, danke Situation, du bist mein Coach. Ja, ein ganz toller Spruch von Jens Korsen. Danke Situation, du bist mein Coach. Also sprich, ja, ich lerne hier gerade und das ist das Leben. Das Leben ist nicht, dass ich hier perfekt in der Gegend rumrenne, sondern dass ich als Mensch, Moritz, mich zeige und wenn möglich kooperativ, das heißt konstruktiv. Ich habe es nicht notwendig, andere zu drücken, damit ich selber größer erscheine, sondern ich bin mit mir auf Augenhöhe und dann kann ich es auch anderen anbieten. Ob die das nehmen können oder wollen, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das ist ja nicht, das macht ja nichts mit mir. Deshalb bin ich ja fein mit mir. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ich glaube, wir könnten da noch mindestens eine Stunde weiterreden, bis wir das so in den Details und Feinheiten noch einigermaßen auch nur angesprochen haben, aufgedröselt schon gar nicht. Vielen, vielen Dank, Moritz. Hat mir richtig Spaß gemacht. Astrid, mir auch. Du hast es geschafft, dass ich nur so gesprudelt habe. Ja, und ich hoffe, dass alles, was jetzt so rüberkam, eben auch genommen werden kann, dass es da vielleicht auch Rückfragen gibt, die dann gerne gestellt werden können auf deinem Portal. Und ich freue mich, dass wir nicht alle nach München reisen müssen in deine Kurse oder da, wo du sie anbietest, sondern dass du dich dazu aufgerafft hast, was online zu machen, was also jedem zugutekommt. Denn ich halte es nach wie vor für das Elementarste, um das eigene Wohlbefinden zu erhöhen. Danach streben wir alle und wir sind nun mal soziale Wesen. Ja. Ohne soziale Beziehungen können wir nicht. Und dann ist es das Erste, was sich lohnt zu lernen, diese sozialen Beziehungen möglichst optimal zu gestalten und uns nicht selbst im Weg zu stehen. Ja. Mit unseren Scheuklappen und unserem selektiven Blickwinkel, in dem wir uns dann in die Sackgasse rennen. Ja. Vielleicht noch den Satz, weil der hat mir so geholfen. Alles, was wir im Leben erreichen oder nicht erreichen, hat mit Kommunikation zu tun. Und es muss nicht immer die verbale sein. Also alles, was wir im Leben erreichen oder nicht erreichen, da ist Kommunikation vorausgegangen. Alle, die uns jetzt gerade sehen können, tun das nur, weil sie irgendwie kommunikativ, weil sie es irgendwo gelesen haben, weil es ihnen jemand erzählt hat, weil du sie angemailt hast, sind sie darauf aufmerksam geworden. Und so ist es mit jeder Gehaltserhöhung, mit jedem Job, den ich bekomme oder verliere. Das hat immer mit Kommunikation zu tun. Man kann nicht nur nicht kommunizieren, sondern es gibt auch ein Wort im Deutschen, für das es kein Gegenstück gibt, und das ist das Wort Verhalten. Du kannst dich nicht verhalten, das geht nicht. Das heißt, Kommunikation und Verhalten sind Synonyme, das muss man einmal verstanden haben. Somit ist alles Verhalten im Leben gleichzeitig Kommunikation und umgekehrt. Und dass wir darin besser werden und mit unserem Wohlverhalten, zum Wohlverhalten der gesamten Gesellschaft beitragen, das ist so mein Herzanliegen. Und da danke ich dir, dass du mir da die Möglichkeit gegeben hast, jetzt auf deiner Plattform diese Idee weiterzugeben und vielleicht den einen oder anderen zu inspirieren, dass er das für sich weiterentwickelt. Und ich freue mich, so ein lebhaftes Sprachrohr davor gefunden zu haben. Vielen, vielen Dank für die Expertise und auch die Art, wie du es rübergebracht hast.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und allen, die uns jetzt hören und sehen konnten, eine tolle Zeit. Eine kooperative. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss.